gerade jetzt hier mit der Pim. Pim schläft schon ein bisschen in der Maschine von EA Nostrum. Und wir fliegen von Palma nach Mao. Und ich zeige euch erstmal das gleich das Check-in und erzähle euch dann auch noch ein bisschen später was darüber, wie wir hier zu dem Flug gekommen sind und was für ein Flugzeugtyp wir fliegen. Bis gleich. Muchas gracias. Hola. Gracias. Hola. Tengo gente, ¿no? Ah, ne, vorne auch. Alle Hefte da vorne. Hola. Muchas gracias. Hola. So, hier bin ich also in der EA Nostrum Maschine mit der Pim. Die Pim ist hinter der Kamera, ich zeige euch auch mal. So, das Check-in war eigentlich ganz okay, natürlich ein bisschen chaotisch hier am Flughafen von Mallorca. Und ich hatte euch ja gesagt, die Fluggesellschaft heißt EA Nostrum. Und das Ganze ist ein, EA Nostrum ist so eine Art Franchise-Nehmer von Iberia. Der macht die ganzen, oder EA Nostrum macht die ganzen regionalen Strecken, die kürzeren Strecken innerhalb von Spanien. Also dem einen oder anderen ist vielleicht EA Nostrum auch ein Begriff. Und das Besondere jetzt hier, hatte ich ja schon gesagt, wir sitzen tatsächlich in einer CRJ-1000. Bombardier CRJ-1000, das ist also ja, ein Flugzeugtyp, den die Lufthansa auch fliegt. Die Lufthansa fliegt eine CRJ-900. Die CRJ-900 hat, glaube ich, 90 Sitzplätze, die CRJ-1000 104 Sitzplätze. Und im Prinzip ist diese CRJ-Serie von Bombardier ja so eine Art jeweilige Verlängerung der vorherigen Serie. CR400 gab es mal, glaube ich, 600. Und das ist ja mehr so ein Jet-Typ, also vom Aussehen her, habt ihr vorhin gesehen, als wir eingestiegen sind. Und mit der CRJ-1000, sage ich dann auch jetzt mal, ist das Ende der Fahnenstange für Bombardier erreicht. Weil das Flugzeug lässt sich in der Bauform jetzt nicht noch weiter verlängern. Mit den 100 oder 104 Sitzplätzen hier ist dann, sag ich mal, von der Bautechnik her das Maximale auch erreicht. Nichtsdestotrotz, ich bin noch nie in der CRJ-1000 geflogen. Ist unser erster Flug in der CRJ-1000 und die Flugzeit von Mallorca nach Menorca beträgt 40 Minuten. So wurde es angesagt und unterwegs melde ich mich vielleicht noch mal kurz. Ist ja ein relativ kurzer Flug. Bis gleich.
hören, melde ich mich jetzt auch noch mal kurz vom Flug. Die Reiseflughöhe haben wir natürlich ganz schnell erreicht und der Pilot hat jetzt keine Ansage gemacht, aber ich denke, wir sind, wenn ich jetzt so rausgucke, ich zeige euch mal, ich denke mal, wir sind maximal 6.000, 7.000 Meter über dem Meeresspiegel, was ja auch bei so einer kurzen Flugstrecke klar ist. Viel höher geht es da nicht hinaus und ich hatte ja gesagt, die Flugzeit beträgt 40 Minuten. Soweit ich das jetzt hier überblicken kann, wird es hier keinen Service geben. Die Winter Canarias, die hat das schon mal geschafft auf dem 40-45 Minuten Flug. Da haben die tatsächlich noch ganz schnell eine Flasche Wasser zu jedem gebracht und auch noch einen Donut. Aber hier macht jetzt keiner irgendwelche Anstalten, dass es irgendwas gäbe, was aber auch völlig okay ist. Und wir landen ja gleich dann in Menorca auf dem Flughafen Mahon und die oder Mao, je nachdem, wie man es ausspricht, gibt es verschiedene Aussprachen im Spanischen. Und wir werden dann am Flughafen einen Leihwagen übernehmen und fahren dann vom Flughafen aus nochmal 45 Minuten zu unserem Apartment. Oder ich glaube, diesmal haben wir sogar ein halbes Haus, also eine Haushälfte gemietet. Ist aber diesmal auch in einer Bungalow-Anlage, weil das war so irgendwas, was mir auf Anhieb zugesagt hat. Normalerweise bin ich da nicht so der Typ für. Normalerweise buche ich lieber irgendwie sowas Individuelles, vielleicht ein Haus, was alleine ist. Aber diesmal wollten wir einfach auch mal was anderes probieren, Pim und ich. Auch soweit würde ich sagen, war es das jetzt erstmal hier vom Flug. Ich zeige euch dann gleich noch die Landung. Und dann melde ich mich dann später mit ein paar Videos, mit ein, zwei Videos auch nochmal von Menorca. Wie gesagt, ich hatte mir schon mal jetzt überlegt, dass in nächster Zeit es wieder so ein bisschen was mit dem Kanal Richtung Back to the Roots geht. Das heißt, Pim und ich, wir fliegen sowieso recht viel in nächster Zeit. Und dann gibt es eher dann nochmal wieder einen Flight Report mit mehr oder weniger bekannten Airlines. Und dann ab und an natürlich auch mal von den Destinations wieder irgendwas, wenn irgendwas Spannendes passiert.
Bye bye, muchas gracias. Willkommen zu Menorca. Wir sind in Menorca angekommen, ne? Ja.